Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Heute geht's ans Eingemachte. Erst der Boss und dann der K-Level. Habe ich zumindest so vor. Halfpipe der Halbstarken. Klingt vielversprechend. Okay, Donkey, dann mach dich mal auf den Weg. Im letzten Part gab's ein Loren-Level und ein Schatten-Level. Das sah wieder richtig, richtig gut aus. Aber welchem Obermotz müssen wir jetzt auf die Nuss geben? Ich will mal Diddy. Zwischensequenz-Party. Licht aus. Spot an! Ich finde die Pinguine auch so herrlich, wie die dastehen. Hi. Ein Seehund, eine Robbe, ein Foka, ganz wie man will. Mit Wikingerhelm. War doch geil, die Beleuchtung oben. Wenn ihr euch das mal anschaut, diese bunten Glühbirnen, wie so schlechte 80er-Jahre-Partys. Okay, okay, okay. Fischgesicht! Bloß aufpassen. Ja, und da ist Diddy auch schon weg. Kommt davon. Ich werde dich besiegen. Ah, drüber gesprungen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein! Was für ein Hobby-Skater. Ja, der hat aber auch einen komischen. Alles klar. Was wird das denn? Das kann ich bestimmt nicht. Wenn ich Pech habe, kann ich mich auch rollen. Außer bei dem Stachelding natürlich. Muss ich die besiegen? Den kann ich ja nicht besiegen. Okay, der haut dann ab. Okay, alles klar. Komm schon her, Burschi. Sehr gut. Doch, der Boss gefällt mir. Okay, er wird aggro, er wird aggro. Dann lassen sie sich immer was ganz Besonderes einfallen, ja. Was zum... Du, Barrel Roll! Oh mein Gott. Aber dann macht er wieder. Ja, warum macht das nicht? Ich weiß nicht, ob wir den dann verletzen können. Muss ich auch mal ausprobieren. Da sind noch mehr Pinguin-Kumpels dabei am Start. Weil ich die bashen muss. Oh! Ah, okay. Ah, er gibt uns mal ein Herz. Ja, überragend. Dann geht's ja noch einfacher, möchte man sagen. Du, Battle Roll! Bekannter YouTube-Spruch für die, die neu auf YouTube sind, entstammt halt eben von Lylat Wars, dem Spiel von Star Fox. So, pass auf. Noch mehr Akro, noch mehr Akro. Was zum... Pinguin aus Madagaskar, alles klar. Nee, natürlich nicht. Okay, oh, das ist der Große. Der nicht sofort down geht. Ich weiß nicht, ob er überhaupt down geht. Finden das jetzt heraus. Vielleicht gehen sie ja von selbst weg. Die Kugel. Meine. Hau ab. Okay, hauen von selbst ab. Jetzt. Okay, alles klar. Komm, 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 komm. Was? Was war das? Freunde. Was war das? Muss ich dazu was sagen? Ja, wirklich, Diddy ist hier am besten. Finde ich. Wir haben ihn ja gar nicht gehabt. Diddy-Schätzchen. Mäuschen. Der ist aber cool gemacht, oder? Was haltet ihr von dem Boss? Die haben sich ja schon in Returns geile Bosse einfallen lassen und machen hier nahtlos weiter. Finde ich gut. Tja, ich frage mich auch, ob es wieder eine Trilogie werden soll. Ich meine, Donkey Kong Country 1, 2 und 3 erschienen. Ja, zeitnah würde ich jetzt... Ja doch, die erschienen zeitnah. Klar, jedes Jahr. Das ist eine weitere Überlegung. Returns ist von 2010. Das hier ist schon 2014. Also sind schon 4 Jahre auseinander. Kommt einem gar nicht so vor, was? Tja, so lange wie man zwischen 64 und Returns warten musste, kommt einem das wie nichts vor. Ja, manchmal springt er da hoch, nachdem er was geworfen hat. Und manchmal springt er in die Mitte. Das ist dann doof. Ey, Burschi, Rick Job. Du, Barrel Roll. Das sieht doch noch aus wie ein Rollmops oder so, ja. I go! Die visieren einen auch noch so frech an, die Burschis.
sehen, ob irgendeiner mal ein Herz gibt. Dafür besiege ich die jetzt. Okay, das meinte ich, das meinte ich. Aber dann ist er immer ein bisschen platt. Gefällt mir aber der Boss. Den hat man ja schon in den Trailern gesehen und so, aber was er macht und alles nicht. Oder ich hab's nicht erkannt, was weiß ich. War voll gechillt, als wieder da lang schlurft. Also richtig Heavy-Metal-Mucke im Hintergrund. Das hat schon was, ja. Okay, okay. Nein, nein. Okay, zähl das Treffer und ein Herz. Geile Omat. Die kommen dann nochmal. Die sollte man echt besiegen. Ich will jetzt auch den besiegen. Ah, drei Treffer. Dieser Fisch ist ja schwerer zu besiegen als Boom Boom in Mario. Ja, du alleine kannst mir gar nichts. Will er mich jetzt wieder treffen, ne? Das will er schon die ganze Zeit, aber er schafft es nicht. Er wird... Das meinte ich. Warum? Zählt das als Treffer irgendwie? Was macht er denn? Okay, Didi ist weg. Dann wird dann schwieriger, die zu erledigen. Und das war der Finalschlag. Wow, wie viel kann man denn da dem einen reinhämmern? Und schön, dass einem angezeigt wird, wenn man schlagen soll. Das waren Returns, ja. Da war ich nicht der Einzige, der sich immer wieder doof angestellt hat. Musik freigeschaltet, neue Figuren bei Funky erhältlich. Epic! Wir haben es geschafft. Wir haben den Seehund verprügelt. Allerdings K-Level. 1K wartet noch und das will ich noch in diesem Part packen. Hey! Ah, sehr clever, sehr schön. Jede Welt ist eine eigene Insel. Gemühlrädert. Wie komme ich zurück? Alpatol. Sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns. Hier fehlt noch eine Kleinigkeit. 1K Durchhängedrama. Nur Puzzleteile, keine Kong-Buchstaben. Viele fragen sich immer, für was steht das K? Manche meinen Katastrophe. Ich bin immer noch der Meinung, das K steht für... Kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, offiziell steht es natürlich für Kong, weil wir die Kong-Buchstaben gefunden haben, finden mussten. Ich vertraue auf Didi. Da weiß ich, was ich habe. Okay, Lian. Wir werden mal gucken, wie der Schwierigkeitsgrad hier angependelt ist. Schwierigkeitsgrad. Was ist das denn hier? Okay. Oh mein Gott, das habe ich mir schon gedacht. So ein Drall. Okay, hat was. Ja, die sehen aus wie Tikis, diese Eulen. Vielleicht wurde dieser Tempel ja für Returns noch entwickelt, aber war kein Platz mehr. Oder er war zu einfach. Hey. Wie? Oh mein Gott. Hier ist was, hier ist was. Ein leichtes Puzzleteil. Will mich nicht treffen lassen. Ein Markenzeichen der K-Level, ganz klar. Es gibt keine Checkpoints. Warum? Warum gibt es keine Checkpoints? So. Das gefällt mir, das ist clever. Hier ist noch was. Ach, da geht's weiter. Okay, ich dachte, habe ich gar nicht richtig gesehen, oder? Zack. Oh Mann, Didi ist weg. Didi ist weg. Oh, oh, oh. Wie soll ich das denn machen? Ich lasse mich einfach fallen. Okay. Noch geht's. Der K-Level. Wir hatten in Returns schlimmere Kandidaten. Oh, not really. Wie Donkey Kong Junior. Das Spiel. Von Liane zu Liane und dabei die Sachen einsammeln. Jetzt da oben, da geht's auch weiter. Oh. Könnte Haus und Hofer wetten, das ist ein K. Nein! Nein, hoffentlich springen die Bananen. Oh, nein, oh Gott. Verdammt! Der K-Level ist nicht so schwer, okay? Es ist, natürlich ist ein schwerer Level. Ist auch ein K-Level, aber verglichen mit den K-Leveln Returns, ist er noch ganz okay.
So, jetzt habe ich ja... Wie viel? 4 Puzzleteile, ja? 4 von 5. Das ist schon was. Ich weiß jetzt ja, was ich hier... Oh, die gehe einfach durch. Verdammt! Verdammter Mist. Okay, ist okay, ist okay. Was soll das überhaupt hier? Beschränktes Halteverbot? Ah, ich will Diddy. Schon alleine an so manchen Stellen. Also Cranky Kong bringt hier überhaupt nichts, wie ihr sehen könnt. Dixie, naja. Müsste ich jetzt mal genauer hingucken. Was sind das eigentlich für Dinger unten an der Liane dran und so? Das erinnert mich ein bisschen an das Ding von Yu-Gi-Oh! Oder? Verdammt! Also ich war Gottes Willen kein Yu-Gi-Oh-Suchti. Aber ich kenne das ja. Das war dieses wichtige Artefakt, wie auch immer. Könnt auch mal mehr auf die Hintergründe achten. Guckt euch das hier mal an zum Beispiel. Diese ganzen Münzen, die im Hintergrund da liegen und diese Sonnenuhren. Das, sollte man schon mal erwähnen. Das ist aller Ehren wert, was für Detailarbeit hier. Da sind auch diese Dinger, da könnt ihr andauernd reinschauen. Na, jetzt sehen wir es auch, wie die Tempel da hinten, wie sich da alles stapelt. Epic. Ich bin schon sehr gespannt, was es überhaupt als Belohnung gibt, ne? Früher waren das so Kugeln, die man brauchte für den letzten Level. Was wird es diesmal sein? Die Frage, ob wir das überhaupt jemals erfahren werden bei solch schweren Leveln. Ja, ich finde definitiv schon, dass Tropical Freeze schwerer ist als Returns. Gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für die... Obwohl, es gab auch leichte K-Level in Returns, ja. Wollen wir mal nicht übertreiben. So. Festhalten. Das ist aber auch Timing hier. Das habe ich, ne? Ich muss das nicht. Auf, hoch, 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 hoch! So, Achtung. Einfach festhalten. Das geht kaputt. Diese Kugel macht das kaputt. Kaputt. Was ist hier los? Geht das auch kaputt? Ich habe Angst. Muss ich da irgendwas machen? Es fehlt noch was. Hier vielleicht? Halleluja! Okay, was gibt's, was gibt's, was gibt's, was gibt's? Ein Geschenk. Ein Geschenk. Aha. Das sind so 6 Dinger, 6 so Platten. Gibt's nur 6 Welten? Früher gab's doch 8. Ich meine ja nur. Mystisch, mysteriös. Wir haben den ersten K-Level geschafft, ja? Das ist doch was wert. Haben wir jetzt alles in der ersten Welt, ja? Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere 7 mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. 7? Mach das Ding in der Mitte auch. Oh, okay. Dann halt 7. Ja, ich würde sagen, wir sind in der ersten Welt fertig. Weiter geht's nämlich dann mit Alpatol. Freunde, im nächsten Part nämlich. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Nicht verpassen. Bis dann und ciao.